Hallo, meine Lieben. Heute möchte ich es mir nicht nehmen lassen, gleich eines meiner gestrig vorgestellten Bücher zu reviewen. Es war irgendwie absehbar, dass das nicht lange dauern wird, bis ich dieses Buch gelesen habe. Und zwar geht es um das gestrig vorgestellte Buch Neo Corleone kehrt zurück. Geschrieben hat es Elke Heidenreich und Quinn Buchholz und ist im Hansa Verlag erschienen. Hat 13,90 € gekostet. Und ja, was soll ich zu diesem Buch sagen? Also es ist definitiv ein Buch für Katzenliebhaber. Es ist, man kann es jetzt auslegen, wie man möchte. Also ich sag mal, es ist ja, es ist kein Erwachsenenbuch, es ist kein Kinderbuch, es ist irgendwie so allübergreifend ja, für jedermann zu lesen. Kurz zur Geschichte. Es gibt den ersten Teil schon, der nennt sich einfach nur Nero Corleone. Ich habe dieses Buch und ich weiß, dass ich dieses Buch habe. Ich habe es leider nicht gefunden. Ich hoffe inständig, dass dieses Buch nicht damals bei meinem Ex-Freund geblieben ist. Das wäre sehr schade. Aber ich versuche von Amazon oder irgendwoher einen Link zu erwischen und den unten in die Infobox zu setzen, weil es natürlich ratsam ist, erst den ersten Teil zu lesen und dann den zweiten. Das ist klar. Aber wie gesagt, ich kann es nicht finden. Ich kann nur die Geschichte grob wiedergeben, was im ersten Teil geschah. Und zwar geht es im Prinzip um Isolde. Isolde ist eine Frau. Ihr Mann Robert oder Robert in dem Fall. Haben in Italien ein Haus und ihnen läuft ein Kater zu, eben sogenannter Nero Corleone. Ist ein schwarzer Kater mit einer schicken weißen Pfote und er ist ein Wildfang durch und durch. Er lässt sich nichts befehlen, er macht sein Ding, er sagt, hör, Dosenöffner ist okay, und so, ne? Die haben dieses Haus in Italien und irgendwann reisen sie wieder zurück nach Deutschland und nehmen eben Nero mit nach Deutschland. Und er fühlt sich dort aber nicht wirklich wohl und irgendwann geht die Geschichte eigentlich zu Ende, indem es heißt, er kommt wieder zurück nach Hause, nach Italien. So, und hier knüpft dieses Buch an. Also es ist ein paar Jahre später, Isolde entschließt sich endgültig nach Italien ihr Haus zu ziehen und hofft natürlich inständig, ihr Nero wiederzufinden. Man muss wissen, Nero Corleone heißt auf Deutsch, Nero, klar heißt Nero, Corleone heißt Löwenherz. Und ich muss sagen, ja. Die Geschichte ist einfach so unheimlich schön. Ich habe so viele Tränen verdrückt, weil ich einfach dieses Gefühl kenne, die Autorin einfach wiedergibt, so Momente, wo ich mir denke, das könnte eins und eins ich und Paulchen sein. Einfach, sie hofft, Isolde hofft inständig, dass Nero wiederkommt. Er ist natürlich jetzt auch schon alt, Dorfbewohner sagen, er wurde immer wieder und immer wieder gefunden, gesehen. Und Isolde hofft natürlich Tag für Tag, ihr Nero kommt wieder zu ihr zurück. Ob Nero wieder zurückkommt, werde ich natürlich nicht erzählen. Das soll auch eigentlich schon alles gewesen sein, was ich über dieses Buch zu sagen habe. Ich persönlich liebe es. Ich habe es, ich meine, es ist nicht dick. Es hat, na, 67 Seiten, ist auch recht groß geschrieben. Also es ist wie gesagt schon mehr kinderbuchmäßig, es ist jetzt keine Ewiggeschichte. Es ist schön geschrieben, es ist total, ja, wunderschöne Illustrationen eben von genannten Quint Buchholz. Zum Beispiel hier ist Nero oder das ist die Katze Elsa. Die Katze Elsa, na, kriege ich es jetzt rein, wenn man es erkennt. Und ja, es ist unheimlich schön geschrieben, es ist unheimlich schön illustriert. Sag ich mal, ein Buch, was man Kindern gut vorlesen kann, was aber auch als Erwachsener unheimlich, ja, anheimelnd ist. Also ich sage das mal so, ich kann einfach mit diesem Buch unheimlich viel verbinden, weil ich eben auch ein
kleine Nero Corleone zu Hause habe, der hier hinten liegt. Ich hoffe, ihr ihn sehen könnt. Da hinten liegt mein kleiner Nero Corleone. Der ist halt einfach, ja, eben auch ein kleiner Wildfang und ein kleiner, ich tue nicht das, was du sagst, sondern ich tue, was ich will. Und wenn du was sagst, dann mache ich es oder eben nicht. Aber so sind Katzen. Ich sag mal, jeder, der Katzen zu Hause hat, weiß, worauf er sich eingelassen hat, wenn man Katzen ins Haus holt. Und dieses Buch ist einfach etwas, wo ich sage, ich lege es jedem ans Herz. Es ist unheimlich schön geschrieben, flüssig zu lesen. Es ist, ja, schön. Mehr kann man dazu fast nicht sagen. Es ist einfach unheimlich schön, es ist anrührend, es ist, wenn man Katzen hat, kommt man sich sehr oft gespiegelt wieder, dass man sagt, das hatte ich mir auch schon mal gedacht. Wünschte, Paulchen oder Maja oder wer auch immer könnte reden. So, das war die Review zu diesem Buch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liest es, kauft es euch. Beziehungsweise den ersten Teil natürlich zuerst und dann diesen hier. Aber es ist es wirklich wert. Für Katzenliebhaber ist dieses Buch wirklich Pflicht. So, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt zum Geburtstag meiner Mutter fahren und ein bisschen feiern und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!